Stefan Salga steht für Vereinstreue. Er ist seit 2012 bei Arminia. Wer Arminia-Fan ist oder Sympathisant oder wer es verfolgt hat, weiß, wie viele Trainer in der Zeit gekommen und gegangen sind. Stefan Salga ist geblieben, hat sie alle kennengelernt und außer Fabian Klos und Tom Schütz ist keiner länger da. Stefan, erzähl uns doch mal, warum bist du schon seit 2012 bei Arminia und hast nicht gewechselt? Ja, erstmal frohes Neues in die Runde und danke für die Einladung. Ja, ist eine gute Frage. Samir hat mir immer wieder einen neuen Vertrag vorgelegt und mir eine sportliche Perspektive geboten, die für mich sehr interessant war. Und ich glaube, dass die Entwicklung von Bielefeld bis auf das zweite Jahr, wo ich dann hier war, sehr, sehr positiv und vorangeht. Du streichst das Positive voraus. Es ist in den Jahren aber auch so einiges passiert. Weißt du eigentlich, wie viele Trainer du gehabt hast, seitdem du da bist? Kommt jetzt auf die Interimslösung Carsten Rump an, aber ja, selbstverständlich kriege ich die noch alle zusammen. Ja. Auf jeden Fall war das das Jahr 2019 das erfolgreichste, was du mit Arminia erlebt hast? Sportlich für den Verein mit der Punkteausbeute auf jeden Fall, für mich persönlich. Also meine Entwicklung, glaube ich, hatte in der Drittligasaison mit Norbert Meyer als Trainer, wo wir ins Pokal-Halbfinale gekommen sind, schon, glaube ich, den größten Leistungssprung von mir, ja. Das Jahr 2019, im ersten Halbjahr habt ihr 31 Punkte geholt, im zweiten habt ihr 34 geholt. Ihr seid die beste Zweitligamannschaft. Was ist da für dich die Erklärung? Ja, wir haben einen wirklich klaren Plan und spielen wirklich, glaube ich, ganz ansehnlichen Fußball mittlerweile. Und wir sind auch sehr überzeugt davon, den Fußball umzusetzen, den Uwe Neuhaus uns vorgibt. Und er schafft es auf eine Art und Weise, das zu vermitteln, die ich so bisher noch nicht kannte und die wirklich Spaß macht. Und ich glaube, man sieht es in jedem Spiel, dass wir immer an uns glauben und immer versuchen, unseren Stil da durchzusetzen. Aber auch die Siegermentalität mittlerweile echt in uns drin haben und immer wieder zurückkommen und die Spiele gewinnen wollen. Was zeichnet Uwe Neuhaus aus? Eine gute Menschenführung und einen klaren Plan, was seine Spielphilosophie angeht. Und er schafft es, den Spielern zu vermitteln, dass sie ruhig Fehler machen dürfen, aber die werden dann nicht so oft gemacht. Also das ist schon eine Sache, die er echt gut macht. Du hast vorhin die Erfolge im Pokal angesprochen, aber du bist auch zweimal mit Arminia aufgestiegen. Welche Erinnerung hast du daran? Fast gar keine mehr. weil das Geschäft einfach so schnelllebig ist. Nein, das hat andere Gründe. Weil du das ein oder andere Bier getrunken hast. Das auf jeden Fall, ja. Also nee, die Aufstiege waren, gerade der erste Aufstieg, das war der erste Aufstieg in meinem Seniorenbereich und im Profifußball quasi. Und das war eine wahnsinnige Atmosphäre da auf dem Rathaus. Ich kenne das Rathaus eigentlich nur mit so einem Gitter vor und da wird die ganze Zeit dran gewerkelt und auf einmal ist das Ding geschmückt und unten stehen eine unfassbar Riesenmenge vor uns und jubelt uns zu und ja, tolle Bilder, die ich da noch im Kopf habe und auch auf dem Handy zum Glück. Wunderbar. Es gab aber auch schlechtere Momente. Wenn man Profi bei Arminia ist, geht es eigentlich immer hoch und runter. Bitter war vor allen Dingen der Abstieg in der Relegation. Was hat das mit dir gemacht? Ich habe das erste Mal, glaube ich, nach einem Fußballspiel nicht schlafen können. Also das war Niederlagen, mittlerweile kann man ganz gut verarbeiten, aber dieser Abstieg, dieses Relegationsspiel, die ganze Woche davor, die ganzen zwei Wochen davor mit dem Dresden-Spiel auch noch, wo es um alles ging, da warst du so voller Spannung und so in deiner eigenen Welt und hast gar nichts wahrgenommen, dass danach ja eigentlich nur noch so eine
Gefühlslosigkeit in einem war und ich lag halt die ganze Nacht wach und bin dann erstmal die Koffer gepackt und bin eine Woche nach Hause gefahren zu meinen Eltern und um das Ganze mal sacken zu lassen. Aber also ich war dann auch froh, als es wieder losging und ich so ein bisschen Halt hatte, dass es weitergeht. Ja, ihr hattet das Hinspiel 3-1 gewonnen und das Rückspiel dann, glaube ich, 2-4 kurz vor Schluss verloren und dann ging es wieder in die dritte Liga. Ja, genau. Wir haben echt ein gutes Hinspiel gemacht, ein beschissenes Rückspiel, wo man da mal gesehen hat, was für ein Druck auf einer Mannschaft liegen kann und was so ein Druck auch, also ich glaube schon, dass wir die deutlich stärkere Mannschaft waren, aber wir haben es nicht, überhaupt nicht auf den Platz bekommen und und haben dann auch in dem Spiel verdient, in der 120. den Knockout bekommen, leider Gottes, aber jetzt habe ich sogar einen Faden verloren. Es ging um das Rückspiel, wie du dich dabei gefühlt hast und wie du das erlebt hast. Ja, ich glaube, da spreche ich für viele Spieler, die waren körperlich anwesend, aber mental gar nicht da. Und da sieht man mal was und das will ich wirklich nicht kleinreden in dem Moment, dass was für ein Druck auf den Spielern dann lastet in solchen Spielen. Ich finde die auch völlig falsch. Wenn man bei Arminia Profi ist, ist auch immer Geld ein Thema. Immer wieder las man 4 Millionen Mal unter Deckung. Das war, glaube ich, als Jeff Salbene gekommen ist. Was denkt der Profi, der Angestellte dann? Also mich hat es nie betroffen, muss ich sagen. Also, das heißt, das Gehalt ist immer gekommen? Genau, ja. Ich hab das so nie gespürt, was im Hintergrund abgeht und es wird auch immer größtenteils von den Spielern ferngehalten und ich glaube auch von der Geschäftsführung, wenn du da nicht in irgendeiner Form eingebunden bist in der Buchhaltung oder so, bekommst du davon nicht unbedingt was mit, was auch, glaube ich, sehr positiv ist, weil wenn du da mal weißt, dass es eigentlich kurz vor Weihnachten die Türen abgeschlossen werden sollten, dann würde das auch viele nachdenklich machen im Vorfeld, so dass die führenden Kräfte das echt gut gehandelt haben und man denen jetzt im Nachhinein ein Riesenkompliment aussprechen muss. Welchen Anteil haben diese Leute im Hintergrund, dass ihr jetzt heute wieder so gut Fußball spielt oder hat das eine mit dem anderen wenig zu tun? Da kenne ich die Struktur nicht so hundertprozentig. Sportlicher Leiter, Samir, weiß ich nicht, wie der in die geschäftlichen Sachen eingebunden sind. Markus Reg hat ja dieses Bündnis OWL quasi dann, weiß ich nicht, im Alleingang oder mit den anderen handelnden Personen umgesetzt. Zumindest war das offenbar der entscheidende Schritt, dass Arminia jetzt auf dem richtigen Weg zu sein scheint. Genau, ja. Und mit ihm habe ich jetzt, wir kennen uns, wir sagen uns Hallo, aber ich habe jetzt keine großartigen Berührungspunkte, was glaube ich sportlich jetzt nicht den Rieseneinfluss hat. Sportlich ist dann Samir und Uwe Neuhaus mein größter Ansprechpartner im Verein. Du hast es bis in die erste Liga geschafft, hast einige Spiele sogar in der ersten Liga gemacht, bis heute Zweitligaspieler. Erzähl uns doch mal bitte, wie schafft man es zum Fußballprofi? Wie hast du es geschafft? Also ganz klassisch angefangen mit meinem Vater im Dorfverein auf dem Bolzplatz permanent gewesen. Jede freie Minute, die ich nicht im Jugendtraining war, war ich trotzdem mit meinen Freunden kicken. Dann wurde ich irgendwann ein bisschen älter und der FC hat mal angerufen und hat gefragt, ob ich nicht vorbeikommen will. Dann bin ich da zum Probetraining gefahren mit 12 Jahren. War total begeistert von dem Verein, weil ich auch schon vorher Köln-Fan war. Du bist ja in Düren aufgewachsen und nach Köln sind es dann 50 Kilometer oder so, ne? Genau, ja. Ja. War dann auch im Stadion ein paar Mal und ja, hab mir dann quasi so ein kleines Träumchen, was jeder dann mal in dem Alter hat, erfüllt, weil ich ein bisschen Talent hatte. Und dann ging es halt in den Jugendmannschaften los und es wurde dann alles ein bisschen professioneller. 3-4 Mal die Woche Training plus Spiel. Viel unterwegs gewesen am Wochenende, permanent. Auswärtsfahrten nach, weiß ich nicht, bis nach Bielefeld hoch. Und dann um die Weihnachtszeit viele Hallenturniere. Ja, da war immer gut was los und man musste dann auch in so einem Alter, wo die Pubertät kommt, wo andere Sachen interessant werden, auch auf viel verzichten.
Aber es hat sich zum Glück bei mir gelohnt, aber leider Gottes bei vielen anderen nicht. Also es ist schon so, dass ihr auf viel verzichtet habt, aber heute sagst du, es hat sich eben alles gelohnt. Du bist Erstligaspieler, alles wunderbar. Aktuell bin ich noch Zweitligaspieler, aber... Vielleicht wollte ich schon auf den nächsten Punkt hinaus. Ja, also klar, jetzt unterschreibe ich das alles sofort wieder, ja. Aber ich habe halt auch viele Bekannte oder Freunde, die genauso viel investiert haben, bis zur U19, bis zur U23, dann später, die jetzt seit 4, 5 Jahren wieder ganz normal arbeiten sind und die genauso viel Zeit investiert haben wie ich. Wie sehr hat es dir geholfen, dass du ein Linksfuß bist? Gar nicht. Weil alle anderen genauso gut mit links schießen können? Vielleicht wäre der Rechte ja dann genauso gut wie der Linke. Also, nee, also natürlich hat man einen besonderen Stellenwert dadurch, dass man Linksfuß ist, aber man wird auch immer relativ schnell auf eine Position gedrängt, die man vielleicht nicht so gerne spielt. Du hast mir erzählt, du kennst die Lemgoer Lipperlandhalle, inzwischen Phoenix Contact Arena, bestens. Dort haben noch von den Leuten hier nicht so viele gewonnen. Du gehörst aber dazu. Erzähl doch mal bitte kurz. Ja, das war damals das U19-Turnier. Ich denke, das gibt es immer noch, oder? Es gibt es leider nicht mehr, weil die ganzen Jugendmannschaften, also die Profi-Jugendmannschaften inzwischen in Trainingslager fahren und sonstige Geschichten. Echt? Das Turnier ist vor einigen Jahren gestorben, leider. Ja, okay, den Luxus mit dem Trainingslager, den gab es bei uns noch nicht. Nee, ich habe dieses Turnier zweimal gespielt und auch zweimal gewonnen. Mit Köln damals in der Jugend und ja, es war eigentlich einer der schönsten Turniere, wo ich in Deutschland war. War immer eine gute Stimmung. Ich glaube, es ging sogar, also mindestens 2 Tage, wenn nicht sogar 3. Ja, ich glaube, es ging über 2 Tage. Am ersten Tag waren Vorrundenspiele, am nächsten Tag ging es, glaube ich, mit Vorrundenspielen weiter und dann eben die entscheidenden Spiele. Genau, ja, und ja, hat mir immer Spaß gemacht und ja, den Titel dann zu verteidigen auch im zweiten Jahr war umso schöner, klar. Wie stehst du grundsätzlich dem Thema Hallenfußball gegenüber? Mag ich nicht? Als Zuschauer gucke ich es mir gerne an. Und auch auf dem Feld stehst du gerne, ungern, weil es zu hart zur Sache geht oder warum Verletzungsgefahr oder was ist dein... Deine Sicht der Dinge da? Nein, dieses Zocken und dieses so mit dem Ball arbeiten und so weiter macht schon sehr viel Spaß. Es wird leider meiner Meinung nach irgendwann so ein bisschen zu hart und gerade mit der Bande und so. Da hast du immer zu viele Spieler dabei, die sich auch mal gerne über sportliche Härte profilieren wollen. Und ja, da ist mir persönlich das Verletzungsrisiko dann leider doch ein bisschen zu hoch aktuell. Du hast die Erfolge in Lemgo unter anderem gefeiert, da warst du dann am Ende U19. Wie ist dann der Sprung nach oben gelungen? Es war dann so, dass es in Köln gibt es eine U23. Ich habe dann erstmal einen Vertrag für unterschrieben, der aber mit der Option Profifußball verbunden war. Dann bin dann auch mit ins Profi-Trainingslager gefahren, habe dann, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, zum Ende der ersten Senioren-Saison nachher auch bei den Profis öfter mal auf der Bank gesessen. Und im zweiten Jahr habe ich dann eigentlich meinen Durchbruch geschafft, habe die Vorbereitung komplett mitgemacht und stand dann am ersten Spieltag auch auf dem Platz und konnte mich da als Linksverteidiger damals durchsetzen. Auf welcher Position fühlst du dich heute zu Hause? Du kannst Linksverteidiger spielen, du kannst Innenverteidiger spielen, du hast auch schon im defensiven Mittelfeld gespielt. Wenn du einen Wunsch für 2020 frei hast, wo sollte Uwe Neuhaus dich in der Rückrunde aufstellen? Gerne im Zentrum. Also mittlerweile bin ich auch ein bisschen älter geworden und will deutlich mehr Einfluss auch auf das Spiel nehmen. Und das geht im Zentrum dann doch ein bisschen einfacher als Linksverteidiger. Du hast vorhin angesprochen, durch Fußball hast du auf viel verzichtet. Wie bereitest du dich auf den Teil nach deiner Karriere vor? Du wirst Ende des Monats 30, da hat man noch einige Jahre, wenn es gut läuft, aber du weißt sicher auch, dass es dann irgendwann einen anderen Weg geben
wird, geben muss. Ja, genau. Also ich versuche, man hat in der Saison schon relativ viel Freizeit. Man kann unter der Woche eigentlich ganz gut was machen. Man kann sich weiter, man kann sich versuchen weiterzubilden. Ich habe, das ist jetzt auch schon wieder 5, 6, 7 Jahre her, mein Abitur nachgeholt. Bin an der Universität hier in Bielefeld eingeschrieben und versuche jetzt meine Trainerscheine zu machen. Hospitiere gerade am Stützpunkt in Steinhagen für den Bielefelder Stützpunkt. Und ja, das versuche mich da breit aufzustellen. Wo genau die Karriere dann hingeht danach, weiß ich noch nicht. Aber ich probiere mich aus und schaue, was bei rumkommt. Wenn Arminia Bielefeld dich anfragt, dort Trainer zu machen, wärst du bereit? Ich versuche, den Grundstein dafür zu legen, ob mir der Trainerberuf dann im Endeffekt Spaß macht, kann ich jetzt aktuell überhaupt noch nicht sagen. Aber man hat als Spieler schon viele Ideen, die Trainer zu verbessern, die man in der Vergangenheit hatte. und ja, das sind so, irgendwann will man sich auch mal ein bisschen selbst verwirklichen und mal schauen, ob es dann wirklich als Trainer ist und wie extrem es dann wird, weiß ich noch nicht. Wenn du deine Trainer schon bewertest, ich habe hier Krämer, Meier, Rehm, Kramny, Seibene, Neuhaus. Welcher hat dir am besten gefallen? Das ist der leichte Teil der Frage. nein, jeder hatte ein Stück weit seine Vorzüge, aber ich glaube, dass für mich persönlich war Norbert Meier, Jeff Sabene ein Stück weit und jetzt Uwe Neuhaus am prägendsten, was ich an positiven Sachen mitnehme. Wenn wir zum Beispiel, Norbert Meier ist freiwillig gegangen nach Darmstadt, bei Jeff Sabene war irgendwann der Erfolg vorbei. Woher kommt das? Also du schätzt ihn als Trainer, ihr hattet Erfolg und auf einmal passt es dann sportlich nicht mehr. Ja, es ist ja ein Stück weit auch der Druck von außen und der, also selbst wenn man permanent davon überzeugt ist, dass das der richtige Trainer ist, kriegt man ja von außen den Einfluss und fängt dann vielleicht irgendwann an zu zweifeln an der ganzen Situation. Oder es ist so, dass du so in einer Negativspirale bist, dass du einfach irgendwas brechen musst. Und ja, da hatte ich immer das Gefühl, dass es selbst in den extremen Fällen, wo man eigentlich nicht den Trainer wechseln sollte, als aus Qualitätsgründen, aber dann leider der Schritt gemacht werden muss, um den Verein quasi zu retten. Wie ist es für den Spieler, wenn verkündet wird, es kommt ein neuer Mann? Also ich meine, du hast es ja mehrfach erlebt. Alltag, man gewöhnt sich dran oder wie nehmt ihr das als Mannschaft auf? Na, gewöhnen tut man sich nicht dran. Also ich hatte meine erste Trainerentlassung noch in Köln mit Svonny Mersoldo, der entlassen wurde, der mich zu meinen ersten Bundesligaspielen herangeführt hat und dann auch spielen lassen hat. Und wie gesagt, das war mein erster Berührungspunkt mit der Situation. Ich war komplett überfordert und wusste gar nicht, was los ist. Und dann haben mich mal ein paar ältere Spieler beiseite genommen und haben mir dann auch gesagt, dass das zum Beruf dazugehört. So hart das klingt. Aber natürlich ist der Moment, wo die Entlassung dann quasi durch ist, ist immer eine beschissene Situation, weil du dich auch immer verantwortlich fühlst dafür, dass es so weit gekommen ist und du dich selbst hinterfragst. Ab dem Moment, wo dann der neue Trainer verkündet wird, musst du dann aber auch den Schalter umlegen und das Ganze positiv sehen. Die Trainer kommen dann immer noch mal vorbei, zumindest liest man das, um sich zu verabschieden. Wie hat man sich das vorzustellen? Trauerveranstaltung, Trauerflor oder wie läuft das ab? Ja, es ist immer eine sehr bedrückende Situation und wie gesagt, man spielt dann auch immer so Situationen durch aus der Vergangenheit, wo man selbst vielleicht aktiv schuld, auch wenn es nur eine Spielszene ist, schuld dran ist, dass vielleicht das Ergebnis nicht gepasst hat, um den Trainer den Rücken zu stärken.
Lass uns nach vorne blicken. Uwe Neuhaus soll lange Trainer in Bielefeld bleiben, zumindest im Moment. Ihr seid erfolgreich. Was habt ihr euch jetzt für die Rückrunde vorgenommen, beziehungsweise erstmal, wie häufig hast du dir die Tabelle, die ja ordentlich, sehr ordentlich aussieht, ihr habt 3 Punkte Vorsprung, seid Tabellenführer, wie häufig hast du dir die angeguckt? Eigentlich so gut wie gar nicht. Klar, wir wussten, dass wir, glaube vor dem letzten Spieltag nicht mehr abrutschen können vom ersten Platz. Das ist dann halt im Kopf drin. Ich musste mir das jetzt nicht unbedingt vor Augen führen, weil man auch, wenn man so ein halbes intensives Jahr hatte wie wir jetzt, definitiv auch mal 2-3 Tage oder 2 Wochen dann mental abschalten sollte. Sind 3 Punkte Vorsprung Ansporn oder zusätzlicher Druck? Ich glaube, jeder wird gerne mit uns tauschen. Also ich mache mir da jetzt nicht extra, ich mache mir wegen der 3 Punkte jetzt keinen Druck, nee. Ihr sagt jetzt eindeutig, wir wollen hoch, das Ziel ist der Aufstieg, oder wie wird das in Bielefeld im Moment formuliert? Ich habe mich gerade schon gewundert, das hat sich so angehört wie eine Aussage. Nee, uns ist bewusst, dass das wahrscheinlich 5, 6 Mannschaften maximal noch in den Aufstiegskampf eingreifen wollen oder können. Wir wollen definitiv dazugehören. Was am Ende bei rumkommt, kann ich jetzt noch nicht sagen, leider Gottes. Aber ja, wenn du da oben stehst und da Blut geleckt hast, dann willst du natürlich auch das Ding rocken. Ja? Ihr seid gerade mit der Vorbereitung angefangen. Wie hat Uwe Neuhaus euch auf das neue Jahr eingestimmt? Genau so. Recht entspannt, nüchtern. Aber doch auch, dass wieder extrem viel harte Arbeit und intensive Einheiten dazugehören. Und das kriegen wir gerade ganz gut umgesetzt. Wie ist der aktuelle Stand der Vorbereitung? Wie gefällt dir Vorbereitung? Ja, wir haben jetzt am Samstag angefangen. Es geht dann immer relativ viel um Leistungsdiagnostik die ersten Tage. Es sind sehr kräftezehrend und es tut schon einiges weh gerade im Körper. Aber ja, es gehört dazu. Also es ist auch der Vorteil im Gegensatz zu England, dass man auch mal eine Winterpause hat und kurz abschalten kann. Da muss man halt auch mal 2-3 Wochen bluten. Du hast lange beim FC gespielt, bist heute Fußballprofi. Kann man davon sprechen, dass du noch Köln-Fan bist? Oder ist sowas dann irgendwann vorbei? Nennt man das dann Sympathisant? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, natürlich. Fan bin ich nicht, nein, nicht mehr. Das war früher als kleines Kind definitiv so, aber Fan, ich gucke es mir gerne an, weil ich da auch viele Leute und viele Mitarbeiter kenne und bin auch immer wieder mal gerne da, aber Sympathisant passt ja. Wenn man Fußballprofi ist, sitzt man dann anders vorm Fernseher und guckt Fußball, als wenn man Fan ist oder in dieses Business nicht eingetaucht ist? Ich auf jeden Fall. Also ich guck mir die Spiele der Nationalmannschaft auch gerne an, bin aber bei weitem nicht so kritisch wie alle anderen 80 Millionen Bundestrainer hier in Deutschland. In diesem Jahr ist wieder Europameisterschaft. Das verfolgst du mit Deutschland-Trikot, ohne Deutschland-Trikot, beim Rudel gucken, wie es ja inzwischen heißt. Oder wie verfolgst du diese großen Turniere? Immer unterschiedlich. Manchmal in kleiner Runde mit Freunden. Meistens ohne Deutschland-Trikot, weil es mir unangenehm, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich mache es meistens ohne Deutschland-Trikot. Und habe mir aber dann trotzdem auch, als wir 2014 Weltmeister geworden, oder als Deutschland oder die Nationalmannschaft 2014 Weltmeister geworden ist, das Trikot gekauft danach, ja. Trikots ist ein gutes Stichwort. Viele Spieler sammeln Trikots. Gehörst du auch dazu? Ja, vor allen Dingen meine eigenen. Ich versuche immer, alle Trikots aus dem Jahr eigentlich zu behalten. Also alle 3 Farben oder ja, meistens sind es 3. Plus Freunde oder Mitspieler, mit denen ich mal zusammengespielt habe, die ich dann als Gegenspieler treffe, mit denen tausche ich da meistens, ja. Wir haben gerade den Jahreswechsel gehabt. Den hast du mit deiner Freundin verbracht oder wie lief das im Hause Salger? Mit Freunden und Freundinnen in den Bergen in Österreich waren wir. Wir hatten da
eine Hütte gemietet und haben dann klassisch Raclette über Silvester gemacht und haben aufs neue Jahr angestoßen. Welche Vorsätze hast du für 2020? Ich bin kein Vorsatztyp. Bisher fahre ich ganz gut ohne. Wenn du einen Wunsch für 2020 frei hättest, welcher wäre das? Wenn man mal sportlich auf Arminia Bielefeld bezogen, natürlich der Aufstieg. Aber natürlich gibt es da deutlich Größeres, was ich mir sonst wünschen würde. Weltfrieden. Oder dass das Feuer in Australien jetzt endlich mal ausgeht. Wir kommen jetzt gleich zur Auslosung. Inwieweit verfolgst du Amateurfußball oder inwieweit bist du bei Amateurveranstaltungen mal vor Ort? Ich habe einen Freundeskreis, die meistens fast alle in der Kreisliga A vertreten sind. Und wenn ich dann mal in der Heimat bin sonntags, dann schaue ich mir da auch mal den einen oder anderen Legendenkick an von den Jungs. Mit einem Bierchen dann am Spielfeldrand. So. Und sehr belustigend auf jeden Fall. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich sage vielen Dank, Stefan, bis hierhin.